Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalou Riot und ich begrüße euch zur 562. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark Natural Disasters Mass Transit und Consorts Let's Plays. Ja, was machen wir? Wir fummeln hier gerade an den Bahnverbindungen rum. Das heißt, das habe ich in der letzten Episode gemacht. Ich habe hier einen schmucken großen Autobahnring rund um die Stadt. Ich habe hier einen Autobahnring und ich stelle jetzt so gerade so die ganzen Connections her. So die ganzen Überfahrten, Kreuze. Much to do. So, in der letzten haben wir das Ding hier gemacht und da habe ich gerade vergessen. Wir müssen ja noch einen Weg haben, außen dran vorbeizufahren. Das heißt, ich darf die hier wieder wegnehmen. Die werden raus und die werden raus. Oh, wir gehen unter die Erde. Minus 12 sind wir hier. So, nennen uns den Andockpunkt, bitte. What? Was ist denn da los? Warum suchen wir denn da nicht? Minus 12, weil ich mit Straße komme. Mann! Geht's wieder los. So, jetzt. Wir können es gerade machen. Ein Stückchen, würde ich sagen. Kann er ihn aber wieder ausmachen. Aber dass die beiden Menüs auch direkt übereinander liegen, ist vielleicht auch nicht so cool. Ja, ein Stückchen brauchen wir wohl. Ja, können wir gleich ein bisschen mittig gehen hier. Können ja mal gucken. Wir kommen hier von minus... Ne, hier ist minus 12 auf der Seite. Und hier oben geht es auch wieder nach minus 12 hoch. Oh, könnten wir eine gerade Verbindung irgendwie zaubern? Was ist da mit der Autobahn? Wieso stürzen die jetzt? Was ist denn, wenn ich von hier komme? Und wo da machen? Minus 12, minus 12. Da oben erst irgendwo. So. Ist gut, sagen wir mal. Haben wir hier oben irgendwo einen Punkt von der Kreuzung hier? Gerne ein bisschen näher dran hier. Irgendwie so. Und dann meckert er wieder wegen der Autobahn. Gerade mal bitte. Macht er doch. So, wie sind wir jetzt höhenmäßig? Jetzt haben wir da irgendwie einen Schritt gemacht, ich glaube. Irgendwas war da. Wir sind hier minus 12 und rechts sollten wir auch minus 12 sein. So, ihn stört es vielleicht, weil das Stück hier zu kurz ist für eine kleine Kreuzung. Nur den einen mit der Delle? Warum macht dann den hier nicht? Das können wir doch alle irgendwie besser. So, wir machen uns Straßenvorgaben an. Nehmen uns ihn. Verlängern ihn. So, wir verlängern oben 180 Grad ungefähr, da sind 177 rechts. Wir liegen hier auf der Flucht. Sollten hier... So war der Plan, jetzt hier rankommen können. Ist ihm zu spitz, da müssen wir dann vielleicht nachhelfen. Gucken wir mal, ob Anarchie hilft.
da mal gemacht? Guck mal, was ist denn da los? Der hat die übereinander irgendwie gestapelt. Nee, das wird irgendwie nicht hin, glaube ich. Dass wir jetzt von hier kommen. Ah, das sieht wieder irgendwie fishy aus, wenn er mir das hier so hier anbietet. Dann baut er das doch wieder komisch, oder? Ja. Mag ja sein, dass das funktioniert, aber darauf will ich jetzt verlassen. Okay, wir machen es nochmal gerade. Irgendwie. Was ist da los? Allein schon mit dem gerade ein Problem. Warum? Minus 12, minus 12. Ort ist bereits belegt. Ach, wir haben auf der Kreuzung wahrscheinlich falsch geklickt hier. Wir müssen hier die 12 erwischen. Ja, machen wir einfach mal so. Na, nun nimm den. Mann. Obwohl das hier höher sein sollte, sieht das gar nicht höher aus. Na, Hügeligkeiten wieder. Was weiß man denn? So, minus 16 sind wir irgendwie hingekommen. Und das Ding hat sich wieder komplett verschoben hier irgendwie von der Anja. 12, dann gehen wir wieder auf... Ja, gehen wir mal auf 6er. Wir führen hier irgendwann an der Flucht dran vorbei. Können hier hoffentlich... Mann. Weil es Stelle nach unten macht. Na okay, wir müssen ja noch runter auf minus 21. Das dürfen wir nicht vergessen. Oder wir kommen vorher auf minus 12 hoch. Minus 21. Tick, tick, tick. Auf minus 12. Ja, ich habe ja 6 Meter Schritte jetzt gemacht. So, wir gehen bis hier. Sind dann auf minus 12. Bleiben auf minus 12. Und machen es so. Und jetzt? Was ist denn das jetzt? Das sieht ja nichts. Toll. Naja, hier ist die Auffahrt zur Rampe. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Was ist denn das jetzt? Was ist denn da das Problem? Warum kann ich dann sowas nicht miteinander verbinden? Ort ist jetzt bereits belegt. Mal gleich durchziehen hier. So ein bisschen viel näher ran, weil wir müssen ja hier... Ah. Macht da gerade noch. Das ist sehr schön. Oh, was ist hier los? Geht da was? Mann, das wäre doch auch mal so toll. Na, irgendwie sind die Punkte anscheinend nah dran. Ich gebe es ja zu. Und jetzt will er wieder überall andocken. Das aus, das aus. Jetzt darf ich alles. Darf auch biegen. So. Dann so. Dann so. Gut, nicht ganz so gerade und schön wie das andere. Komischerweise, obwohl wir so viel Übung vorgelegt haben. Also sah so toll aus. Guck mal hier. Guck mal hier. Naja, aber Funktion ist da und darum geht's ja. Minus 12, tick, tick, auf 0. Was ist denn das jetzt? Er kann da unten jetzt nicht anschließen, unterirdisch? Was ist denn da jetzt wieder los? Ich kann gerade bauen. Kann aber nicht hoch. Weil das Gefälle ihm zu steil ist. Jetzt auf 100 Millionen Meter hier.
Wette, lass es das Kabel gewesen sein. Also das ist doch wieder... Ist jetzt hier zu kurz vom... Nee. Könnt ihr normal bauen. Oh, kick mal. Hier geht doch. Merkwürdig. Oh, nochmal bitte merkwürdig. Bagger unterirdisch. Das wird doch auch wieder nichts. Moment. Bisschen gelernt, sagt er. So, jetzt zwei Andockpunkte auf minus 15 und auf minus 12. Ach, wir sind hier auf minus 15. Ja, wie wir da wohl hingekommen sind. So, jetzt bin ich aber auf 0 und kann auch hoch. Sehr schön. Schöne 10er Rampe und verbinden. So, das war natürlich noch nicht alles. Wir haben noch hier Einbahnstraßen zu verteilen. Und zwar, wir möchten es ja folgendermaßen. Wir kommen hier an, damit wir hier rechts auf den Ring kommen, nach rechts. Wir müssen Strom wieder verbinden, nicht vergessen. So, wenn wir das nicht wollen, fahren wir geradeaus und können hier nach links. Scheint mir auch zu funktionieren. So, kommen wir von hier. Wir fahren geradeaus, können hier um nach unten. Jetzt können wir auch hier lang, auch alle schon richtig, um nach oben wegzufahren. Wir kommen von oben. Können hier nach rechts. Und hier nach links. Alter, in die richtige Richtung gebaut. Oh. Oh ja, kick mal, hier war irgendwas anders. Ist doch ja nicht an. Achso, weil wir auf Versetzen sind, klar. Wir sind auf minus 12. Minus 12. Schreit nach einer direkten Verbindung irgendwie. Geht auch. Die hat da Connection, weil ich ihn hier noch drehen muss. Hat er. Ach, das sieht jetzt hier so wieder so komisch aus. Was ist denn das da? Hm. Mit Anarchie? Nee, Anarchie ist doch aus. Also dieser Zaubermod. Sorry. den. Da macht er mit. Ja, ich glaube, so ist recht. So ist richtig. Gut, Strom. Okay, hier hat man eine Straße unterbrochen, stimmt. Gut, dass ich es nochmal sehe. Fängt sich auch das wieder ein. So, hier gibt es noch ein Connection Problem. Das ist aber, glaube ich, auch auf derselben Höhe gewesen. Nee, mal nicht mit Straße. Minus 12, minus 12, geht nicht. Sag mal. So, Direktverbindung ist oftmals die beste. Und damit haben wir das Kreuz, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, ein bisschen zerbeult aussieht, haben wir dran. Das sollte funktionieren. Ja, und ich glaube, dieses Autobahnkreuz hier, das werden wir auch nach neueren Erkenntnissen umbauen. Aber bevor ich das mache, Moment, bevor ich es immer weiter rausschiebe und dann irgendwann vergesse. Hier, das Autobahnkreuz, da haben wir hier noch Straßen, die nicht verbunden sind.
So, wir haben hier mal einen Abstand von 13 gehabt. 13 ist hier. Na. Sollten liegen können. Nicht ganz so das, was ich eingegeben habe. Irgendwie. Nochmal, naja, untersteuert irgendwie. So, ein bisschen Biegung. Hier wieder Dellung. Egal. Nun denn, auf zum schlechten Autobahnkreuz. Wir müssen hier noch U-Bahn machen, die sollte auch wieder hier mit ran. Wenn wir denn die U-Bahn hier dran liegen haben am langen Tunnel, den haben wir auch letztens gemacht, dann können wir diese Bahnverbindung auch hier irgendwie rüberbringen, das alles ein bisschen abkürzen. Ja. Im Zwischenzeug lassen wir auch mal ein bisschen laufen, damit die Bahnhöfe Daten sammeln. Was ist hier los? Warum ist hier unterbrochen? Ist da ja nicht unterbrochen. Ach, das ist eine Auswirkung von hier eben. Okay. Jo. Ein Bagger. Und dann der hier. Alles weg. Und wieder Straße getroffen. Baum. Und so sind die Altlasten weg. Das brauchen wir mal auch weiträumigst raus. Ah, oh, Mann. Wie sieht das schief aus? Irgendwie sieht es sehr, sehr merkwürdig aus. Und hier die Tunnelei ist wieder so ein bisschen schräg und alles. Ach je. Und ab in den Keller. Gut, das alte Problem. Wir möchten wieder von der Spur kommen. Denn hier auf einer Abfahrt und hier unten in den Tunnel. Dann möchten wir von hier aber auch noch geradeaus hier in diesen Tunnel fahren können. Sollte machbar sein. Fangen wir an. Wir nehmen wieder Einbahnstraßen und suchen uns ja erstmal eine Mitte. Das hier könnte die Mitte sein. Wie viel man weg? Was waren das mal? War eine 10 oder so. Ne, wir haben hier direkt hier die Brückenabfahrt genommen. Ja, und das ist ja ungefähr 10. Okay. So. Eindeutig andocken wird verlangt. Straßenvorgaben brauchen wir nicht. Winkel brauchen wir auch nicht. Hier. Minus 6 und wir gehen gleich runter. Auf minus 12. Reicht uns das, wenn wir hier im 45-Grad-Winkel so einfach runtergehen und dann hier diese Drehung machen? Müsste eigentlich auch gehen. Mit ihm hier, wenn es geht. Und jetzt können wir auch Winkel haben. Die hier. Dann machen wir mal ein 4x4. So, dann gucken wir mal, wo müssen wir denn hier hin? Dürfte minus 12 sein. Jetzt sind wir auf minus 18. Minus 12 würde nicht gehen. Also scheint das auch selbe Höhe zu sein. Gut, dann nehmen wir mal auch hier von der Mitte aus, wenn wir sie nochmal finden. Na, ist ja auch eine Mitte. 10 nach oben. Wäre hier. Eieiei. Ja. Grübel. Ah,
45 Grad kriege ich hier nicht hin. Dafür müsste ich wahrscheinlich ganz schön weit rausgehen. Dann sind es eben keine 45 Grad. Sind es halt 54 Grad. Nee, muss ich ausmachen. So, und jetzt kannst du meinetwegen die hier bringen. Und den hier selbstverständlich. So, 18 kommt da nah dann an. Ja, ist ja unten noch ein klein bisschen tiefer, ja. Aber hey, Funktion ist wohl hier gegeben und das ist ja auch der Grund. Was jetzt kann ich. Den kann ich jetzt nicht verbessern in der Auto. Ja, Mann. Muss ich andersrum bauen, denn mit anderen Worten. Nee, den nochmal auch raus. Dieser Bagger. Bagger ist jetzt aus, so. Fail verwirrend. Man kriegt da nie wieder so schön hin wie vorher. Oh, wo waren jetzt die 10 ungefähr? Hm. Oh, machen wir es so. Wie ist der Abstand von hier nach hier? Schön. Was nüllig rum. Können wir unten bleiben? Ah, muss man sich auch mal so die Birne machen, damit nach oben kommen. 4 mal 45 Grad. Dann darfst du wieder. Sieht ja wieder voll anders aus. Irgendwie. Ja, irgendwie komisch. Ich glaube, mit der müssen wir dann noch weiter raus oder so. Weil wir möchten ja hier praktisch runter in den Keller. Minus 12 auf ungefähr der Biegung. Ah, irgendwie würde da auch was machen. Die musst du mal ausmachen jetzt gerade. So, nicht hier 4 mal 4 mal 4. So, wie ist denn höhenmäßig? Das sieht schick aus. Und passt. Sehr geil. So, hoffentlich kann ich das jetzt auch umdrehen. Der ist richtig. Sehr schön. Minimalweg. Natürlich auch wenig Stauräume. Ne? Das ist natürlich auch. Müssen wir abwarten. Dann können wir später auch, wenn es sein muss, auch vergrößern. So, ihn. Hier direkt. Haben wir gesagt, 45 Grad. Irgendwo. 48. Oh, 45 Grad. Sagen wir so, müssen wir auch nicht so abdrehen. Obwohl, nee, das muss ja eine 4x4 werden. 4. Auf, runter auf minus 12. Geht ja nicht diesmal. Oh, 5x5. Was ist da los? Und war hier nicht an der Winter? Oben. Und ihr könnt da ja auch rein theoretisch von aus malen. Und auf der anderen Seite haben wir da so ein richtig kleines, süßes Stück gebaut. Also hier drüben. Ging da richtig toll. Guckt euch jetzt mal das an. Daran, weil hier die Brücke irgendwie nicht gerade ist. Na toll. Wir noch Bastelarbeiten. So, was ist, wenn wir jetzt so machen? Dann wird die Abfahrt länger und da stehen wir ja gar nicht drauf. Abfahrt. War ungefähr, sag ich mal, hier. Und hier ist natürlich genauso schräg, aber mit frischen neuen Ecken. Und ob die was bringen, werden wir uns in der nächsten Episode anschauen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid.
Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, E-Donald Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.